Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge with Johnny. Hat den Schotterplatz verdient? Man United wird ihn nicht ein. Wenn Man United ihn nicht einsetzt, findet sich ein anderer Verein. Gut. Aufstellung: ersten Elf, Rising Star Talent, seine Entwicklung fortsetzen, hoffentlich Sprung. Was? Ich bin da eigentlich fest drin in der Starte. Was sagen die da? Bin ich etwa nicht mehr? Oh, glaube ich nicht drin. Alter, wenn du so siehst, 80, 80, 81, 82, 84, 90, Tichea. Und dann du, kleiner Wicht. Oh, das könnte sein, dass wir den Sponsor-Deal in dieser Folge knacken. Ja. Da müssen wir mal schauen. Wolf Fuß begrüßt Sie heute so aus dem Old Trafford in Manchester. Ich möchte wieder treffen. Ich bin ja wieder zu Hause. Das die heutige Begegnung ist Pflicht. Manchester United gegen Watford. Zwei drauf. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Sie spielen heute schon wieder in Außen? 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wichtiges Mittelfeld. Und? Aber ja, es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Wird's jetzt gefährlich? Boah! Freistoß, ja, Schiri ist ja das Mindeste. Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Ich hab heute noch gar nichts zu tun bekommen hier vorne. Und der Ball kommt gleich auf mich. Jawohl. Ey, es war eine gute Passansage. Wer weiß, wo der Rooney sonst hingespielt hätte. Der musste schon seine Nummer 10 abgeben. TV. Alex Hunter. Schneiderla. Spielt mich an. Jetzt Schneiderla. Das könnte eine Gelegenheit werden. Mann, das ist doch. Oh, da wären sie doch noch gestorben. Kacke, ihr könnt ihn nicht mal genau anspielen. Immer jeder zweite Pass in Lauf, obwohl ich nur einen normalen Pass fordere. Mann, ich kann mich hier nur beschweren. Berami. Über dieses Team. Es war alles in der EFL, war alles viel entspannter. Und er hat meine Tore geschossen. Mkhitaryan. Gut, ohne so viel. Ich hab mehr Gibt's jetzt die Gelegenheit? Komm. Boah. Nur Mkhitaryan. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Oh, nun Schneiderla. Oh. Die Defensive steht. Spiel mich doch wieder an. Für Man United. Ey, reagieren. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Scheiß Pass. Da kommt er an den Ball. Ah, hab ich wieder geholt. Martial. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Da kommt der Schuss. Boah. Er hält den Ball fest. Das war und gar wichtig. Keine Wertung. Das war ein Schuss out of the box, Jüngchen. Sie holen sich den Ball. Schneiderla. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Alex Hunter. Mit vollem Einsatz. Er schießt. Und durchatmen. Er hat den Ball. So, haben wir schon mal eine 7-0-Wertung gleich. Gut erarbeitet. Alex Hunter. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Jetzt Alex Hunter. Oh, jetzt kriege ich gleich Minuswertung. Oh Mann. Mkhitaryan. Er spielt ein guter Doppelpass. Alex Hunter. Manchester United. Oh, Junge. Jetzt ist der also komm. Jetzt stehe ich schon seit einer halben Stunde nicht mehr. Berami. Hey. Da kann er ihn stoppen. Jetzt ist er verletzt. Das kenne ich, das Gefühl. Boah, du brauchst so lange. Sehr gut gemacht vom so ein Lahmarsch.
Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Ui, ist das Licht. Mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Ball haben. Für alle Akteure. Wir wieder also Fußball spielen hier. Nicht kloppen. Carrick. Nicht kloppen. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Carrick spielt doch einfach. Jetzt Rudy. Oder auch immer. Super gespielt, da kommt er ganz schnell raus. Geiler Pass, ey. So kann er hier den Treffer verhindern. Schlechtes Beispiel. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Boah, wo geht denn der Ball hin? Capoe. Junge, ey. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Das sind eigentlich bestimmt ja irgendwie scheiß Passanlagen oder so. In der ersten Hälfte haben sie sich wenig getan, zu tun gehabt, die Typ. So, was steht denn da? Aha, gut, okay. Dann immer das Gleiche. Als ob sie sich nicht so ausdenken können. So, auf geht's in den zweiten Durchgang hier im Old Trafford. Nun Carrick. Der spielt immer noch. Jetzt wird's gefährlich. Sie suchen die Lücke. Klasse Technik. Da zieht er ab. Boah. Da geht er runter und kann den Ja, Ball ich werde nicht minus. Ich habe den Ball da gar nicht verloren. Vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Hier. Durch die Beine. Gomez. Nee, Gomez. Uiuiuiui. Jetzt ist die Kugel weg. Blind. Blind. Blind ist er, ja. Jetzt Man United im Angriff. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Und die Chance! Ach, Scheiße! Und das war hier richtig knapp. Der war knapp. Etwas mehr Glück im Abschluss und das Ding. Aber ja, in solchen Situationen sind die Spieler nicht dumm. Haben gesehen, dass ich mitmache. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt vielleicht mal Alexander. Boah, schießt doch einfach irgendeiner. Der Ball ist Handspiel war das für doch. Die Verteidiger. Nein, immer das so, wird gewürdigt. Jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Blind. Jawohl, das ist ja ein schönes Beispiel hier. Da bahnt sich ein Wechsel an bei Man United. Freistoß. Eigentlich halb eher gespielt. Der ruppt mich nur um, ja. Er ruppt mich nur um, ey. In den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Kack schwarze Null in dem Schuh. Ich raus? Ein Wechsel jetzt bei Manchester United. Kane? Bitte? Steh neben dir, ja. Alexander. Oh, jetzt holen wir mal Schwung. Ist das eine Torchance? Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball. Ah, fuck, ich habe einen Ball vorbei! Wir kommen nicht durch. Wie doof ist das denn? Und die Chance ist vorbei. Oh Gott, was ist denn das für ein Dreckspass? Sie holen sich den Ball. Ey. Pereira. Capoe. Mit wem spiele ich jetzt eigentlich vorne? 20 Minuten zu absolvieren. Totaler Angriff, ja, jetzt schön. Jetzt die Gelegenheit. Ich jetzt rechtes Mittelfeld oder was? Für Man United. Also vorne geht's. Schneider Lang am Ball. Schneider Lang spielt noch mit, gut. Alex Hunter. Valencia. Oh. Da verlieren sie den Ball. Mann. Hugo Gomez. Alle ich machen mit. Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ruhig. Boah. Abseits raus. Ey. Das könnte das die Chance werden. 85% Passquote ist schon nicht schlecht. Geht da mal einer hin. Capoe. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Vorwärts. Immer rückwärts. Nimmer.
Und nun Schneiderlein. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Gute Aktion. Manchester United greift an. Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist der Ball weg. Boah. So, komm, 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 komm. Weiter, weiter, dabei, dabei, dabei. Ja gut, ich bleib vorne stehen, das ist... jetzt auf einmal bewegt er sich. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Fuck! 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 Gefährlich. Fuck! Flanke kommt, wird das eine Chance? Das war einfach, er holt sich die Flanke. 2 Minuten mehr. Schwert gejagt. Hier gibt's Einwurf aus guter Position für Manchester United. Martial. Alexander jetzt. Jetzt die Flanke. Da steht er gut und holt sich. Haut das Ding noch rein. Ist doch scheiße, ey. Was gibt's? Das war der Abpfiff und springt ihr vorbei. Keine Tore. 0:0 das Endergebnis. Sie waren optisch überlegen, aber am Ende geht das Spiel unentschieden aus. Ja, sie konnten den Ballbesitz nicht entscheidend nutzen. Da hätte mehr kommen müssen. Meine Güte. Ein Kack. So. Ja, achte vom Tor besser, dass du das Tor triffst. Ja, ich weiß. Mann! Doch ne. Spieler des Tages heute. Ja, Spieler des Tages mit der Kackleistung. Leistung erwartet? Ja. Ziemlich hoch. Das war eine große Überraschung für mich. Vor allem, weil ich natürlich. Das ist doch. Ist ein Witz, oder? Aber ist eine tolle Auszeichnung. Heute also ein Remis. Was hätten Sie besser machen müssen, um einen Sieg zu holen? Wenn man überlegen ist, muss man das auch in Tore ummünzen. Heute war ein gutes Beispiel dafür. Wenn sich das nicht wiederholen soll, muss ich öfter schießen. Jawohl. Also Alex, Sie hatten eine klasse Torchance, aber konnten diese leider nicht verwandeln. Was meinen Sie? Pff, ist der Kacke, den nächsten will ich reinmachen. Das Beste wird sein, wenn ich es abhake. Der nächste geht rein. Das war prima. Danke, Alex. Jederzeit. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. So, Trommelwirbel. Trommelwirbel. 7 Millionen wert. Ah! Hitzkopf. Was, nö? Ach so, ein kleines Stückchen. Ja, sage. Oh, ihr seid doch weiter. So ein kleines Stück. Diese 2000 Follower. Grob. Weiter geht's. Ui. Ja, doch. Wer ist das denn? Tja, wer wohl? Was gibt's, Michael? Super, Alex Hunter. Und die Legende? Hey Jim, wie geht's? Wir arbeiten. Ah, gut, eine kleine Leistungsanalyse. Es wird nicht lange dauern. Sowas gab's früher nicht, hey Jim? Sind die cool? Welcher ist dein Favorit? Dice 16 Plus Biocontrol wurde für ultimative Kontrolle entwickelt. Sein bahnbrechendes Obermaterial und Schnürsenkel ermöglicht enge Ballführung, perfekte Ballberührungen und atemberaubende Schüsse. Kontrolliere den Ball, kontrolliere das Spiel, kontrolliere alles. Sieht nicht schlecht aus. Und der Schwarze? Ab ins Risiko, ab ins Chaos, ab in die Schlagzeilen. Der X16 Plus bietet Explosive Speed, Agilität und pures Chaos. Dank des innovativen Schnürsystems ermöglichte neue X16 Plus engere Beiführung als je zuvor. Ah, das ist der Ace und das ist der X.
Ich nehme dir nichts. Sauber. Und Adidas will, dass du sie trägst. Was hältst du davon? Hammergeil. Schon mal diese Schuhe getragen, Alex? Nein, aber alle anderen haben die an. Probier sie doch aus, wenn sie dir gefallen. Ist das ein netter Bonus? Schließlich brauchst du sie ja sowieso, hab ich recht? Klar. Also schön. Ich sehe, ihr seid busy. Ich mach mich mal vom Acker. Ja, ich bring sie raus. Wuchtiger, zielstrebiger Stürmer. Mutig wie ein Löwe, eiskalter Knipser. 22 Tore 1968-69. Wow. Top-Zustand. Hab ich gegen alle Karten eingetauscht mit 8. Ich wollte ein Autogramm von Ihnen, aber nehmen Sie sie. Wow. Danke. Hey. Lächelt, der lächelt mal. Der ist okay, ha? Huh? Ja, alles klar, steck das ein. Wir gucken die DVD zu Ende. Komm hier. Schau. Das, was ich dir vorher gesagt habe, ach, hau ab. Da. Ach, hau ab, ich glaub, das passt nicht so rein. Ja, man. Jawohl. So. Freies Training, das mache ich noch. So. Dribbeln. Durchsetzen will ich mal machen. Und Schuss. Eigentlich passen noch. Ja. Trainieren. Defensive Dribbling, blablablub. Oh man. Gegen wen spiele ich denn da? Zlatan. Ja, Zlatan. Da bin ich schneller als du. Nein! Nein! Jawohl, 1500 Punkte. Jawohl. Jawohl, komm, zieh. Feuer! Come on, Alex! Jawohl, komm! Oh, wieder hier zurück. Ah! Oh, Scheiße! Oh nein, ey, komm, ich bin doch vorbeigekommen! Fortsetzen. Rondo, das wird schwierig. Ich möchte hier quasi einen neuen Rekord für mich aufstellen. Also, glaube ich, 10.000 Punkte. Ich weiß, dass ich das öfter spiele. Ich will hier mal. Oder gleich die eine Minute nur durchspielen, den Ball nicht verlieren. Es wird schwierig. Oh Mann! Und das Ziel schon nicht erreicht. Fuck. Man. Weil läuft. Fuck. Alle Male verloren. Wenn ich das nächste Mal nehme, werde ich versuchen, zumindest eine halbe Minute lang ohne Ball zu verlieren. Aber exzellent noch geschafft!
Ja! Langsam bin ich der King hier in diesen blöden Passgespiele. Und ich bin noch in der Startelf neben der Herr. Jawohl! Und Sprintgeschwindigkeit, Dribbling und Ballkontrolle besser geworden. Das geht auch mal gut. Das ist doch mal genau das, was ich brauche. Da müsste ich ja bald in kompletten Wertepunkt wieder steigen, weil ich habe mich ja jetzt in 3 Punkten verbessert. Ja, und dann bloß so ein kleines Stückchen. Ja gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.